Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers Animated Voyager Bulkhead. Bulkhead ist hier in der etwas kleineren Version erhältlich oder war erhältlich. Und ihn gibt es natürlich noch in der großen Version als Leader Class, den ich später auch natürlich präsentieren werde. Ja, die Figur ist klobig, würde ich fast sagen. Und die Gimmicks sind leider ein wenig zu kinderhaft. Wäre schöner gewesen, wenn es anders wäre. Aber nun gut, dazu aber gleich mehr. Erstes provisorische Packungsdesign, wie immer. Wir sehen einmal ganz groß vorne Bulkhead mit Wrecking Ball, den er auch hat. Wenn auch in etwas merkwürdiger Form. Ansonsten haben wir Starscream und Cybertronian Megatron hier unten auch abgebildet. Und ansonsten auf der Rückseite haben wir einmal Bulkhead in seiner posierenden Haltung. Dann hier vorne einmal schön abgebildet mit seinem Wrecking Ball. Hier allerdings mit einem Draht dargestellt. Dieser Draht ist hier bei dieser Figur nicht vorhanden, sondern nur ein billiges Seil. Was ich hier auch sehr schade finde, ist, dass diese Figur eigentlich ein rotes Autobot-Symbol hier hat und von Hasbro hier in einem schlichten Weiß gehalten wurde. Was wir hier oben leicht angedeutet sehen und später natürlich auch auf der Figur. Ja, ansonsten haben wir hier unten dann noch Bulkhead in seinem Militärfahrzeugmodus. Finde ich eigentlich sehr sleek hier oben, also sehr schön gestaltet. Und als Galactic Powers und Abilities hat er natürlich hier unglaublich stark, aber nicht sehr beweglich. Begabter Maler und Bildhauer, obwohl ich Maler eigentlich eher bezweifle, sondern eher Hauer. Und kann kleinere Autobots bis zu einer Meile weit wegschleudern. Ja, das würde ich ihm schon zutrauen. Dafür ist er wirklich ein Monster. Er hat eine Abrisskugel als Waffe. Ja, und an der Seite haben wir nochmal ganz groß das Artwork. Bulkhead ganz groß. Und hier oben steht es nochmal, er hat einen Launching Wrecking Ball, also eine Abrisskugel zum Abschießen. Hier unten haben wir ganz normal Deluxe Bumblebee, Brawl, Cybertronian Mode, Optimus Prime und Lockdown, halt das Übliche. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Oben ganz normal dann das normale Artwork. Ja, jetzt kommen wir mal zu der Figur. Die Figur an sich ist sehr schön gestaltet. In einem grünen, sleeken, ja, irgendwie leicht, ich weiß nicht, sieht aus fast wie eine Maske vorne, wie so ein Gesicht. Hier so die Augen, hier so, so Stormtrooper-mäßig, so der Mund. Finde ich eigentlich ziemlich geil. Und hat goldene Lampen vorne dran. Das hier vorne ist wie so ein braun, ja, so leichtes braun Kupferfarben. Sehr interessant. Ja, ansonsten hat er hier noch diese Sterne auf beiden Seiten drauf. Hinten ganz schlicht. Und es finde ich aber besser irgendwie, als wenn es nur grün gewesen wäre. Silberne, oder wie gesagt, so silbergoldene, eher so ein Weißgold, die Reifen. Und unten drunter sieht man eigentlich nichts groß, bis auf hier so die Beine so ein bisschen. Ja, und die Verwandlung ist ziemlich simpel und hat ein kleines oder zwei kleine Automorph-Feature. Vorne hat er natürlich noch hier diese Rotlichter. Ich finde es ein bisschen schade, dass die hier außen grün sind. Aber nun gut. Zur Verwandlung ganz einfach. Wir klappen einmal hier hinten diese Teil nach hinten. Dadurch sehen wir jetzt automatisch die Hände. Einmal den mit der Wrecking Ball und einmal den normalen. Der normale hat eine angedeutete Wrecking Ball innen drin. Der andere hat die große, die auch abschleudern kann. Ja, wie ihr seht, die Hände lassen sich so öffnen. Ansonsten haben wir dann noch hier an der Seite die Klappen, die sich hier separieren lassen. Auch nach unten klappen lassen. So. Klappt ihr komplett heran. Sieht fast aus wie so eine Art Basis. Ihr klappt dann hier noch einmal die Seiten komplett rein. So. Anschließend klappt ihr hier unten die Hände. Ja, ihr habt es gerade schon gesehen. Die Hände sind hier eingerastet, hier unten in so kleinen schwarzen Pins. Da unten seht ihr ihn. Wenn ihr jetzt quasi die Arme nach oben hieft, ist das Automorph-Feature in dem Sinne, dass er automatisch die Hände nach vorne schleudert, durch so eine Federung, die er hier hinten drin hat. Da und da. Ihr seht hier auch schon den Roboterkopf so leicht angedeutet. Ja, und ansonsten klappt er jetzt das Ganze einmal so hoch. Anschließend klappt er hier
die Beine nach unten. Die löst ihr hier einmal heraus, klappt die gleich so rum, zieht die nach unten. Das, ihr seht selbst, die Reifen sind unter dem Fuß, sehr schön gemacht. Dann klappt er hier natürlich das gleiche auch wieder, klappt das Ganze so nach unten und damit die Figur steht, rotiert ihr quasi die Reifen nach unten. So, die Figur, ja, die Arme sind ziemlich groß, die Beine sind ziemlich klein, aber so soll es auch sein. Haha, schöner Reim. So, oh, ein Doppelreim, Dreifachreim. Na egal, auf jeden Fall klappt ihr dann hier diesen ganzen Brustkorb nach oben und in dem Moment, wo ihr den quasi nach oben klappt, klappt auch schon der Roboterkopf aus. Das ist das nächste Automorph-Feature, was ich auch sehr schön finde. Ja, und ansonsten müssen wir jetzt hier noch die Arme hier vorne in den Brustkorb befestigen. Das heißt, einmal dran drücken. Hier dasselbe. Dreht es einmal herunter. So. Das gleiche nochmal hier. Und fertig. Jetzt kommt nur noch hier hinten die Rückseite. Das heißt, ihr separiert hier hinten die Tür. Vorsichtig, klappt eine hoch, eine runter, das ist das leichteste. Jetzt habt ihr hier ein seitliches Scharnier, das klappt ihr nach innen. Das heißt, vorsichtig so nach innen, leicht anwinkeln und dann nach vorne klappen, das gleiche hier, leicht nach vorne klappen und herum. Dadurch sind hier oben die Schultern quasi gebildet und die Figur ist fertig verwandelt. Ich finde, die Figur ist sehr massiv, sehr schön. Muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist ein richtiger Rambock. Die Arme sind wie immer bei Bulkhead ziemlich groß. Und auch der Körper oben ist sehr massiv. Die Füße, finde ich, sind ein wenig kurz geraten. Die hätten so einen Zentimeter vielleicht länger sein können. Aber gut, das ist der Charme der Animated Line. Und ja, ansonsten, ja, schön gemacht, die Figur. Sehr viele Platten und wie auch immer sind an ihm hinten dran. Das heißt, das Backpack ist ziemlich groß. Hier hätte ich es schön gefunden, hätte man die Teile hier separieren können und hier hinten dran klappen können. Das ist leider so nicht möglich. Wahrscheinlich, um die Reifen irgendwie so ein bisschen zu verdecken. Das ist nicht ganz so gut gelungen, aber ansonsten sehr eine schöne Figur. Dann hat diese Figur noch die Möglichkeit, wenn der Arm hier gerade ist, quasi hier oben, wenn ihr auf den Knopf drückt, die Faust nach oben schnellen zu lassen. So, einfach nur. Also kein atemberaubendes Gimmick, einfach nur quasi, dass er nach oben ausholt und jemanden schlägt quasi. Das war es eigentlich schon. Und ihr habt hier drin natürlich noch den normalen angedeuteten Wrecking Ball. Und hier auf der anderen Seite hat er diesen Wrecking Ball. Klappt mir hier auf. Und hier hinten ist ein, ich muss mal gucken, ah ja. Hier unten drunter ist ein Hebel. Könnt ihr nach unten ziehen. Und wenn ihr den richtig nach unten zieht, wird dieser Wrecking Ball herausgeschleudert. Ja, und jetzt habt ihr quasi diesen Wrecking Ball, der sieht fast wie eine kleine Rakete. Das finde ich ziemlich schade, weil eigentlich ist es ein Ball. Also wie so man hier so ein raumschiffartiges Football-ähnliches Gebilde herausgemacht hat, kann ich auch nicht so ganz verstehen. Auf jeden Fall, das ist eine Abrissbirne, die er quasi dann ja mit so circa, ich würde sagen, fast 10 cm Länge quasi nach außen schieben kann. Und wir sehen einmal hier vorne, wird der quasi drin platziert. Den könnt ihr natürlich, wenn ihr hier diesen Hebel hier unten wieder reinklappt, ist natürlich noch mehr Platz innen drin. Dann könnt ihr einfach das drehen und so wieder quasi hineinfriemeln. So, erstes Kabel. Und dann den Wrecking Ball. Dann drückt ihr alles zusammen. Und schon ist der Wrecking Ball wieder drin. Ja, das war es eigentlich soweit, was diese Figur kann. Ansonsten, ja, der Kopf ist auf einem Balljoint. Lässt sich dadurch relativ gut bewegen. Finde ich eigentlich schon sehr schön gemacht. Wie gesagt, das Autobot-Symbol ist Silber. Hier wäre es schöner gewesen, wenn es natürlich in Rot gewesen wäre. Und was mich ein bisschen stört, ist hier, dass diese Klappe aus zwei Teilen besteht und so zahnradartig ineinander greift. Und hier quasi so dieses, ja, wie so einen Rahmen bildet und auf der anderen Seite nicht. Wirkt ein bisschen unfertig. Hier hätte ich es schöner gefunden, wenn das zu gewesen wäre. Und wenn man vielleicht, wenn man auf der anderen Seite das auch gehabt hätte. Sehr schön aus. Gut. Ansonsten, die Figur, wie gesagt, ist von Design her sehr schön gemacht. Die Beine, besagt die Knie, lassen sich auch anwinkeln. Kann man nur mit dieser Figur nicht wirklich sehr viel machen, weil wirklich beweglich ist die Figur nicht.
Ihr könnt die Beine so ein bisschen anwinkeln, dass ihr wie so ein Samurai dann steht und dann quasi ihm, ja, wie so eine Art Football-Haltung geben, als wenn er jetzt gleich nach vorne stürmt. Aber das war's auch. Trotzdem eine sehr schöne Figur. Und wie gesagt, im Robotermodus und im Fahrzeugmodus sehr schön gemacht. Durch die Beweglichkeit leider ein Punkt Abzug. Ansonsten muss ich sagen, hat die Figur locker 8 von 10 Punkten im Robotermodus verdient und 10 von 10 Punkten im Fahrzeugmodus. Was hier eine allgemeine Wertung von, ich sagen wir mal, aufgerundet 9 von 10 Punkten bietet. Die Figur verwandle ich jetzt noch einmal zurück, damit ihr seht, wie es funktioniert. Auf Wunsch vieler Leute. Wir klappen einmal hier hinten die Klappe wieder rein. Verbinden hier die Türen. Klappen das so runter. Klappen das hier auf. Die Hände werden nach vorne gedreht. Ebenso. Dann nach unten, dass die Sterne nach innen zeigen. So. Dann ziehen wir hier vorne den ganzen Brustkorb nach vorne, dass der Kopf verschwindet. Drehen das Ganze nach unten. Drehen die Füße hier herein. Drehen die Reifen rum. So runter. So. Drehen anschließend die Arme wieder nach innen. Dieser kleine Connector und dieser Pack werden miteinander verbunden. Das gleiche hier. Ja, es löst sich ab und zu, lasst euch dadurch nicht beirren. Wie gesagt, einfach ganz normal wieder ineinander ziehen. Dann die Klappen nach oben, dadurch die Arme sichern. Und die Rückenklappe nach vorne. Und schon ist Burkhard fertig. Das war's eigentlich auch schon. So, das war's für heute wieder mit meinem neuen Review. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich wünsche euch was. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet oder auch weiterempfehlen würdet. Wir sehen uns demnächst. Bis dahin, euer Rex4Hobbies.